sind einfach virtuelle Speicher, die man übers Internet verwenden kann. Das kann ja nicht irgendwo in der Luft rumhängen. Also ich glaube, wenn wir es einfach zusammenfassen, dann ist die Cloud einfach, ich speichere Daten nicht bei mir auf meinen Geräten, auf meinem Laptop, auf meinem E-Book, in meinem Smartphone, sondern im Internet, auf dem Server des Anbieters, und ich kann es immer dort abholen, wenn ich es brauche. Also Cloud-Speicher ist die Festplatte, also viel mehrere. Und Cloud Computing sind Computer, die Rechenleistung liefern. Okay, danke. Sehr einfach ist das.